Dank und Anerkennung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Institution, die sich sehr viel Mühe machen, hier für unsere Region eine Bildungseinrichtung darzustellen, die für alle sehr wichtig ist. Na, erstmal bin ich auch 50 Jahre alt und blicke auf die gleiche Zeit zurück wie der Klausenhof. Eine spannende Zeit, wie ich finde. Bei meinen vielen Besuchen, die ich beim Klausenhof hatte, habe ich immer gemerkt, wie gut das Klima dort ist. Ein gutes Arbeits- und Lernklima und wie engagiert und kompetent alle, die dort arbeiten, zu Werke gehen. Ich glaube, das Besondere an diesem Angebot des Klausenhofes ist es eben auch, dass unsere jungen Leute am Klausenhof und in der Akademie auf Menschen aus aller Welt treffen, andere Kulturen kennenlernen, Internationalität erfahren und somit einen Bildungsaspekt auch erleben können, den ja noch nicht andere Bildungseinrichtungen in dieser Form so bieten können. In Dingden im Landkreis Borken, nahe der holländischen Grenze, wurde der Klausenhof, die zentrale Bildungsstätte der katholischen Landjugend Deutschlands, feierlich eingeweiht. Der Klausenhof hat seinen Namen vom heiligen Bruder Klaus von Flüe. Die katholische Landjugend wählte sich den Friedensheiligen aus der Schweiz zu ihrem Patron. Zur Eröffnung des Klausenhofs kamen Kardinal Frings, Bischof Keller von Münster und Bundeskurat Wissing. Bundesernährungsminister Lüttke kam als Vertreter der Regierung. Der Klausenhof soll geistiger Mittelpunkt für das katholische Landleben werden. Die Einweihung des Klausenhofes und damit die offizielle Eröffnung der Arbeit in der Akademie Klausenhof war mit Sicherheit für Dingden ein Weltereignis. Die Akademie Klausenhof feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Feierlich eingeweiht wurde sie am 30. Mai 1959 von Kardinal Frings. Die treibende Kraft der Gründung und für den Standort im Westmünsterland war der damalige Bundeskurat Wilhelm Wissing. Er soll auf Dingen gedrängt haben, da es, wie er sagte, mitten im Herzen Europas liege. Auf dem Klausenhof laufen die Fäden zusammen. Hier hat die katholische Landjugendbewegung aller deutschen Diözesen ihre zentrale Bildungsstätte. Sinn und Aufgabe des Klausenhofes stellen sich dem Besucher im Bild seines Patrons dar, des heiligen Klaus von Flüe, des Familienvaters, des Bauern und Staatsmannes. Und hier das Wandgemälde in der Eingangshalle, vom Künstler modern nachempfunden, die Gotteserscheinung des heiligen Bruder Klaus. Die damalige Deutsche Landjugendakademie Klausenhof sollte für die katholische Landjugendbewegung die zentrale Bildungsstätte für ihre Führungskräfte sein. Fräulein, wo geht's hier zum Klausenhof? Geradeaus im Dorf ist ein Schild. Die Geschichte des Klausenhofes könnte man sicher auch beschreiben, indem man die Geschichte der Kurse schreibt. Die ersten 10 Jahre waren geprägt durch die Angebote, Akademiekurse, Führungskräftekurse, Bildungsreferenten und Entwicklungshelfer. Es sind ungefähr 600 Entwicklungshelfer hier vorbereitet worden, die anschließend in alle Welt gingen. Ich war mal in der Entwicklungshilfe, war ich mal in Nordghana, im dicksten Busch. Und dann habe ich mich vorgestellt, oh, you come from Germany, yes, I come from Germany. Do you know the Klausenhof? Also das hat mich unheimlich fasziniert, dass wirklich der Klausenhof eine Einrichtung ist, wo man ja Menschen aus der ganzen Welt begegnen kann. Für die ganze katholische Landjugend in Nord und Süd steht der Klausenhof offen. Er will Menschen formen, die sich in unserem technischen Zeitalter behaupten können. Menschen, die Altes mit Neuem harmonisch verbinden und verantwortlich an der Gestaltung ihrer Heimat mitarbeiten wollen. Die Dekade der
70er Jahre ist sehr unterschiedlich. Einmal sind dort die Kurse, die Umschulungskurse entstanden, die sich gerade in den 70er Jahren sehr stark entwickelt haben. Wissen alle, was eine Präposition ist? Die Kurse für jugendliche Migranten ab 1976 sind bis heute ein wesentliches Merkmal unseres Hauses und beinahe ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Kursangebotes. Bisher wurden 33 Integrationskurse für Erwachsene durchgeführt, und zwar solche mit schneller Progression, also für Leute, die schon so ein bisschen lerngewohnt sind und die dann auch es schaffen, in 400 Stunden das geforderte Niveau zu erreichen. Die Migranten, die diesen Klausenhof besuchen, müssen ja zum Teil erst einmal die Sprache erwerben, und trotzdem sind die Ergebnisse bei den Prüfungen überdurchschnittlich gut. Ich bin von der Arbeit im Klausenhof wirklich begeistert, dass das so lange, die vielen Jahre hindurch so möglich war. Und da sind wirklich große und wichtige Impulse in die Kirche, in die Gesamtkirche gegangen. Was nicht immer von allen Verantwortlichen der Kirche honoriert wird, leider. Nun, der Klausenhof ist das katholische Bildungszentrum Deutschlands für alle Fragen des Landes. Ich sage noch einen Satz dazu, weil für viele Kirche heißt beten, das Evangelium verkünden. Das ist für mich auch wichtig, natürlich, und von da aus geht das nur. Aber wir haben einen Auftrag auch als Kirche in der Welt. Und dass wir den hier doch versuchen zu verwirklichen, das ist das Besondere und das Schöne hier. Verwirklicht wird dieser Auftrag durch die vielen verschiedenen Angebote in allen Bereichen der Weiterbildung. Das Spektrum reicht von langfristigen Umschulungsmaßnahmen über berufsvorbereitende Lehrgänge bis hin zu kurzfristigen Seminaren für jedermann. Hinter dem Begriff Seminare und Tagungen verbirgt sich in unserem Hause der gesamte Bereich der kurzfristigen Veranstaltungen und Trainings. Das heißt, aufgeteilt in drei Fachbereiche. Einmal den Bereich der arbeitsweltbezogenen Bildung finden wir dort, dann den Bereich des EDV-Trainings und der dritte Fachbereich ist die allgemeine politische Weiterbildung.